durchsetzen, beziehungsweise wer darf überhaupt gegen Heelwork antreten. Aber ich hasse diese Mini-Steps immer. Also, damit Digi ist das auf der T-Side. Es soll direkt aggressiv über kurz gehen. Woman macht den Entry-Fack, aber Quarmen setzt zweimal den Refack. Damit 3 gegen 3. Der Spot ist noch nicht ganz aufgegeben von den CTs. Hitmaus fällt dann aber auch sofort. Und damit kann die Bombe geplantet werden. Damit der Extra. Das extra Geld für Dignitas und Cyberfocus und an Robo, an die beiden Jungs von K29 liegt es. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, der kleine Vorteil ist auf jeden Fall mit dem Geld schon hergestellt. Und Quarmen setzt sich durch mit seinem 4K, mit seinem 5K. Alles klar, 5K.